Okay, wir haben hier folgende Aussage. Das kleinste gemeinsame Vielfache von a mal b und c, das soll gleich sein, das wissen wir nicht genau, ne? Wie das KGV von a c mal dem KGV von b und c. Also, die Behauptung ist hier, wenn man das kleinste gemeinsame Vielfache von einem Produkt und einer weiteren Zahl c bildet, dann ist das gleich, als würde ich jeden einzelnen Faktoren erstmal nehmen, das KGV mit c bilden und anschließend das Ergebnis multiplizieren. Ja, das soll jetzt bewiesen oder widerlegt werden. Und die Frage ist, ja, erst braucht man ein Gefühl dafür, ob das denn stimmt oder nicht, dass man mal mit ein paar Beispielen spielt, ne? Nehmen wir mal das Beispiel a, b und c gleich 2. A gleich b gleich c gleich 2. Was passiert denn dann? Kann man sich ja mal angucken, ne? Einfach mal ausrechnen. KGV, das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 mal 2 und 2, also das kleinste gemeinsame Vielfache von 4 und 2, das ist 4. Und das kleinste gemeinsame Vielfache hier von 2 und 2, das ist 2. Dementsprechend ist, ja, ist das das gleiche wie das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 und 2 mal dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von 2 und 2, ne? A und B und C sind jeweils 2, also da kommt jeweils 2 raus, hier kommt 2 raus, da kommt 2 raus, miteinander multipliziert. Kommt auf 4 raus. Das stimmt also. Wir haben vorhin ein ähnliches Video hier mal gemacht zum GGT mit so einer ähnlichen Aussage. Da war das gerade der Fall, der nicht funktioniert hatte. Jetzt könnten wir ja mal gucken, damals gab es auch so einen Fall, der funktioniert hat beim GGT, aber vielleicht ist da ja hier ein Knackpunkt. Und zwar können wir Folgendes nehmen. Nehmen wir mal a gleich b gleich 2 und c gleich 4. Ja? Also 2, 2 und 4. Das wird das KGV von 4 und 4 bilden. Das könnte ja vielleicht ein kritischer Fall sein. Das KGV von 2 mal 2 und 4 ist gleich 4. Und jetzt müssen wir das KGV von 2 und 4 berechnen. Das ist auch 4, ne? Wenn wir einen einzelnen Faktor nehmen, a zum Beispiel und c, das KGV von 2 und 4 ist auch 4. Das bedeutet aber, das KGV von 2 und 4 mal dem KGV von 2 und 4, das ist gleich 16. Und das ist definitiv ungleich 4. Also haben wir uns jetzt einen Fall, ein Beispiel konstruiert, bei dem diese Aussage da oben nicht stimmt. Ne? Das KGV von 2 mal 2 und 4 ist 4, aber das KGV von 2 und 4 mal dem KGV von 2 und 4 ist 16. Hier gibt es eine Diskrepanz, eine Ungleichheit, das funktioniert nicht, also gilt die Aussage nicht, weil die Aussage ist eine Allaussage und wir haben ein Gegenbeispiel gefunden.